Moin, ich bin der Günther. Ich komme aus Dörnbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Ist es die letzte des Helden in einer anderen Dimension-Modus? Durchaus möglich. Eine Stage fehlt uns noch. Wir haben 89 von bisher 90 möglichen Herzen. Die Umgebung verändert sich immer mehr. Und ich sag's gleich, ich werde in dieser letzten Stage so ziemlich auf alles scheißen. Fürs beste Ending brauche ich 105 der 120 möglichen Herzen. Und wenn ich was sehe, auf das ich keinen Bock hab, dann lass ich's. Ich hab den Puffer. Ich brauche nur 16. Also erwartet nicht, dass ich hier in dem Level tryharde und alles sammle. An sich vertraue ich dem hier nicht, aber im ersten Raum gibt's eigentlich immer nur eins geschenkt. Trotzdem vertraue ich diesem Modus nicht. Aber trotzdem ist es wieder der Fall. Boomerang als erstes. Dann mal gucken, was jetzt abgeht. Boomerang schätze ich eigentlich nicht als so... Wie hat das getroffen? Ich will Eis. Ach so, der gibt mir auch Eis. Gerade eben hast du noch eine Feuerbombe geworfen. So. Das war das erste Hindernis, aber... Das war nicht so schwer. Behaupte ich jetzt mal so frei. Okay. Treffen wir alles drei und wieder free. Also bis... Ah, jetzt sitzen wir so los. Ich finde aber das schon gefühlt schwer zu verfehlen. Danke. Also im Moment finde ich die echt nicht so schwer. Okay, das sieht komplizierter aus. Ja. Aber wie gesagt. Okay. Die Stelle habe ich jetzt irgendwie nicht gereiht, muss ich sagen. Ja, ein Herz haben wir bisher verpasst. Und Magolor kommt. Oh, das wird interessant. Ist vermutlich ja mein Lieblingstraumpartner. Also. Ja gut, das wirkt wie eine sinnvolle erste Ability. Boah, warum hat der auf einmal aufgehört zu fliegen? Die sind anscheinend recht zielsuchend, diese Shots. Was ich halt gerade für ein Problem sehe, ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass Magolor... Andererseits, ich brauche kein Schwert, das kann auf jeden Fall Dark Meta Knight erledigen. Ja, dementsprechend stirb bitte. Was? Das ist... Ah, jetzt beginnt das kaputt zu gehen. Hä, hey, wieso stirbt der da oben nicht? Ja, das war's, das bekommt man nicht. Hä, hey, der hat ja 800 Leben. Und dann sollen wir noch einen Eisberg besiegen in der Zeit. Ja, jetzt macht! Nee, das schaffen wir nicht. Hallo?
ist ein Joke. Also komm, das hatten wir. Das lasse ich jetzt auch nicht so stehen. So viele kann ich auch nicht verpassen. Und vor allem, komm, das hatten wir. Das war wirklich Schiebung. Oh, wir können das noch so chargen in der Luft. Ich gehe direkt volle Power auf den hier. Macht schnell. Digga, ich hab das Gefühl, meine Kollegen greifen den gerade überhaupt nicht an. Aber dieses Mal haben wir's. So. Gut. Ja. Kann man schaffen, muss man halt wissen, dass dieser eine Keck literally 8,5 Millionen Leben hat. Was ist das jetzt? Hä? Alles klar? Mein A-Button hat einfach nichts gemacht. Danke. Genau das will ich doch. Ist einfach nichts passiert, wenn ich drücke. Und ich frage mich gerade auch, wozu soll ich diese Schalter überhaupt aktivieren? Yay, Mann, Lore abfliegen. Wollen sie einen noch verarschen mit? Das löst nämlich einen Schalter aus. Ja, die sind jetzt ein bisschen nervig. Ich vertraue dem Sprung halt gerade kein bisschen mehr, muss ich sagen. So, komm rüber, ich sehe da drüben schon die Blöcke, wahrscheinlich auch ein Button. Was dann hier? Das zerstört. What the fuck? Man kann die schwarzen Löcher schick fallen. Wo siehst du dann sicheren Platz? Ja, aber da kann man doch nicht wirklich mit sich aufhalten. Und kann man während dem Schweben ein schwarzes Loch erschaffen? Ja. Hui, das muss man dann. Und sicher, dass ich das nicht einfach von hier machen kann? Ja, trotzdem. Ja, okay, das ist ein Time-Mix gewesen. Das war nicht mein Input. Das auch nicht. Oh, ich hab Pech mit dem Timing. Ja, jetzt. Das ist das Problem. Dieser letzte da. Diese zwei letzten sind mies angepasst. Ich muss es irgendwie schaffen, kurz vor diesem unteren Block zu landen. Ja, das war viel zu früh. Aber ich will da nicht reingehen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht wirklich, dass das so gedacht ist. Ganz, ganz schlecht.
Ja, das wird jedes Mal schlechter, das Timing. Als ob ich's da nicht durchgeschafft habe. Alter! Es sind Zentimeter! Nein, das schaffe ich nicht. Boah, das ist ekelhaft angepasst. Nee, das ist aber wieder zu lang. Ich habe eigentlich keinen Bock hier zu chillen. Aha, unter anderem deshalb. Wait. Ich wollte gerade sagen, der eine Traumfreund wurde da gerade einfach hingeschleppt. Nein, die werden vorher zurück teleportiert. Ach so, die sterben beide. Und keiner von ihnen denkt dran, die Bombe zu aktivieren. Merkt man vielleicht, warum ich keinen Bock hatte, hier hinzugehen in den Spot? Gott! Endlich! Es war echt unnötig. Die Margolor-Passagen sind bisher, glaube ich, die ich am wenigsten mag. Vor allem, ja, ich habe keine Freunde mehr dabei. Und hier gibt's keine. Digga! Was für ein unnötiger Abfuck! Nur weil die KI in diesem Spiel scheißt. Ah, Winkel. Ist das dein Ernst? Ich kann dies jetzt gefühlt nicht bekommen. Ich muss mich hier perfekt draufstellen. Das schaffe ich. Ja, Alter, das ist die schlimmste Passage des Modus. Nerviger als das hier wird das nicht. Gott, ich hab endlich wieder einen Freund dabei. Digga, ich sag's, wie es ist. Hast du nicht irgendwas davon gesagt, wie dieser Modus lässt eigentlich das Rating von dem Game nochmal in die Höhe schießen? Nach dem Modus habe ich eher Bock, mein Rating nochmal zu vermindern. Das Einzige, was mich wohl davon abhalten wird, ist, dass es dann nicht mehr funny haha ist. Ah, 8 Herzen brauchen wir noch. Und gerade wenn die späteren Passagen so ekelhaft werden, will ich die lieber jetzt. Oh Gott. Eine Schlüsselpassage. Aha. Ach, hast doch Bock hochzukommen. Und was zum Fick? Apropos. Ich kann nicht durch die Wand schießen. Ach, tatsächlich gibt es den. Ach, und da... Und jetzt? Ich kann den nicht... Ey, das schaff ich doch nicht mit dem Freundest... Nee, ich bin tot, ich sehe es schon. Oh mein Gott! What the fuck? Und da unten sind zwei.
Die müsste ich eigentlich schon einsammeln. Das darf ich anscheinend nicht zerstören. Ja, nee, ich meine das hier. Weil das sieht aus, als würde das voll aufs Stromkabel drauf fahren. Okay, dann doch nicht. Also, ich muss... Oh, das wird ekelhaft. Hier darf ich offensichtlich das zweite nicht fallen lassen. Der muss auf jeden Fall runter. Der ebenfalls. Mhm. Der auch. Und damit ist das Kabel vollständig. Nur der letzte Abschnitt hier ist ein bisschen kompliziert. Dieser hier. Weil ich weiß, wie der geht. Und die kann das machen mit Elektro. Für mich klingt er oben B in der Luft. What the fuck ist das für ein Angriff? Sieht aber nicht un... B. So, hat jetzt einige Stromstöße durchgeschickt und wir bekommen dafür 2 der noch nötigen Herzen. Es ist sehr gut. 2 Herzen, paar Puzzleteile. Noch 3 Herzen und wir können den Rest eigentlich ignorieren. Tolle Landung, die Susi-Passage. Es dauert schon wieder ewig, diese Stage. Ich weiß nicht, ob wir das... Andererseits, ja, das Finale wird nicht lang dauern, wenn ich nicht 80 Versuche brauche. Andererseits könnte ich es einfach mit der Jukebox kombinieren. Hier sind bisher einige Bomben. Okay, es gibt eine Freundespower mit Eis. Auf Deutsch einfach ein stinknormaler Eis-Special. Okay. Das klang jetzt irgendwie nach was Krasserem. Und wie mache ich das da drin kaputt? Und wie komme ich wieder raus? Warum oben? Nein. Das macht auch nichts. Aero-Kracher hier. Mega-Mech-Zeit, dann A, B, oben B, Mega-Mech-Zeit und Y gedrückt halten. Ach so, das fällt. Ach so! Digga, was sind das für Stellen?
Aber wir haben zumindest eins bekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich für die Stelle das brauche. Ach so, da ist... Oh. Super, vor allem... Wie kann ich da... Kann der fliegen, der Roboter? Die glauben wirklich, dass das... klappt. Kann man in der Luft überhaupt aussteigen? Ich teste das mal. Das ist unsympathisch. So, das haben wir. Ja, den brauch ich, Leute. Du warst das. Aber hat der Eis nicht auch funktioniert? Gott, also muss ich jetzt hier einen Jump'n'Run machen? Hä, aber fallen die Dinger, wo ich draufstehe, nicht dann runter? Hä, wie soll ich denn dahinter landen? Hä? Ach so, ich muss jetzt durch beide Ketten ohne Landung irgendwie durchspringen. Hä, das sieht... Das ist tatsächlich irgendwie machbar. Vor allem, der kann irgendwie fliegen. Danke für die Falschinfos, der kann eine halbe Stunde lang fliegen. Das hätte mir die Stelle ein bisschen einfacher gemacht. Einfacher, wenn man hier keine Scheiße vorgelabert bekommt. Ja, was laberst du von? Man kann nicht fliegen! Sieht das für dich nach nicht fliegen aus? Okay, und dieses Mal konnte ich überhaupt nichts mehr machen nach einem Mal B drücken. Und ich bin wieder am Anfang der Passage. Gott! Ich bereue, diesen Modus angefangen zu haben. Wirklich. Ich werde wahrscheinlich dann nächstes Mal noch kurz ein Fazit zu dem Modus geben, aber es wird nicht sonderlich positiv ausfallen. Weil viele Passagen, wie man hier sieht, die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass sie wirklich schwierig sind, sondern darin, dass man nur einen Versuch hat und wenn es nicht klappt, man den ganzen Abschnitt wiederholen muss. Ah, sicher habe ich das getroffen. Ja, lasst mich einfach in Ruhe, wisst ihr was? Ich hab 16 Herzen. Schluss mit dem Bullshit. Weg hier, ganz schnell. Wenn's irgendwie hinkommt, nehme ich noch ein oder zwei Dinger mit, aber... Das war's dann auch, also... Ich werde mir hier jetzt für nichts mehr einen Arsch aufreißen. Ich wollte gerade sagen, ich rieche jetzt schon sowas. Und
das anschaltern oder... Habt ihr Bock auf noch mehr? Nee, ich kann meinen Schuss in der Luft nicht aufladen. Ah yes, Flugbahn. So, der krepiert. Kommen mehr Schalter, oder? Oder haben die Schalter auch was gebracht? Ja! 3 Herzen. Okay. Gleich 3 Stück? Es ist mehr als erwartet. Dafür, dass das deutlich entspannter war als die meisten aus dem Abschnitt davor. So, letzte Passage vermutlich, Flugkirby. Abgesehen vom Boss natürlich. Und das Finale kommt auf jeden Fall nächste Folge. Ist das euer Ernst? Die Herzen sind mir so scheißegal. Die könnten mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen. Und trotzdem finde ich noch eins. Trotzdem finde ich noch eins und nehm's hier mit. Das heißt, wir haben auch in der letzten Stage über 20. Da ist noch eins. Genau die Dinger will ich in der Freundessternpassage sehen. Woher wusstet ihr denn das? Vor allem habe ich das Gefühl, dass Freundesstern auch noch schneller ist. Mit Wind. Noch mehr Herzen. Habe ich das eine gerade nicht bekommen? Das sah irgendwie so aus, als wenn ich voll reingeflogen bin. Nein. Nein. Ich werde mich definitiv nicht so verarschen lassen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, hier irgendwie die Herzen in dem Abschnitt sind mega entspannt. Hier kann man noch einige mitnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch auf 24 in der Stage kommen. Also, ich muss wirklich sagen, wenn ihr irgendwie in einer ähnlichen Situation wie ich seid, bei Margolor und Susi in den Passagen, nehmt's entspannt. Da kann man wirklich auch vieles scheißen. Hier am Ende gibt's einen Haufen geschenkter Herzen. Und ja. Jetzt noch der Bosskampf. Die waren ja die letzten Male auch immer so ein Spaß. Margolor kommt ins Team noch. Gibt's für mich selber eine Ability Hammer magisch lieber als Flug? Oh, aber Elektro. Elektro wisst ihr wahrscheinlich mein Favorit unter den Fähigkeiten. Gibt aber anscheinend nur ein Traumzepter dieses Mal. Scheiß drauf. Okay. Boss Battle. Ein anderer Dididi, letzter Boss der regulären Stages. Und ich kann gefühlt nicht angehen. Ja, der Kampfbeginn ist natürlich recht machbar, aber selbst das ist dann schon nicht das Simpelste. Oh, wir sind hier nicht in Smash Bros. Man kann den Scheiß nicht reflecten. Digga,
Wir sind jetzt schon fast tot. Und der hat noch nichts verloren gefühlt. Ja, aber der ist noch in seiner ersten Phase. Jetzt geht's ja erst richtig los. Jetzt geht's ja erst richtig los mit dem Bullshit. Ich glaube, der Kampf wird ewig brauchen. Okay, gerade eben aber recht gut für uns, weil der Gegenhit sehr schlecht gesetzt hat. Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Wenn man einmal in der Luft ist, kann man da doch nur noch getroffen werden. Ja, der hat die halbe diese Range. Literally das halbe Schlachtfeld. Die Attacke ist entspannt, weil er in die falsche Richtung wirft meistens. Warte, das war's? Das war jetzt der einzige, den wir first tried haben. Warum war der einfacher als die anderen? Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht, dass noch was kommt. Aber dann wohl nicht. Oder? Nee, das war's. Es ist seltsam. Warum war der am einfachsten? Ich reiz nicht. Aber ich würde sagen, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, machen wir an dieser Stelle den Cut. Wir sehen uns beim Finale dieses Modus beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ich glaube, es wird salzig.